In Dresden kann bald jeder hautnah einen neuen Weltrekord erleben. Ab Herbst startet die Stadt einen Probebetrieb mit dem längsten Bus der Welt. 30 Meter ist er lang und kann bis zu 256 Fahrgäste transportieren. Peter Hantjes stellt das XXL-Fahrzeug vor. 30 Meter sind schon eine Menge, trotzdem ist die Autotram äußerst beweglich. Durch den dreiteiligen Aufbau und insgesamt vier lenkbare Achsen folgen die hinteren Elemente dem Vorderteil genau in der Spur. Der Wendekreis liegt bei knapp 25 Metern. Das Fahrzeug, das hat durch die gelenkten Achsen eine unwahrscheinliche Wendigkeit. Wenn Sie das mit einem normalen Stadtbus vergleichen würde, der wäre wesentlich ungelenker, gerade in dieser Slalomstrecke. Obwohl der Superbus ungefähr so lang wie drei normale Stadtbusse oder 12 Smarts hintereinander ist, soll ein gesonderter Führerschein nicht nötig sein. Erste Testfahrten verliefen positiv. Man muss viele Kriterien noch beachten, aber vom Vorgefühl, lenkungsmäßig, alles ist ähnlich wie in einem Stadtbus. Allerdings kann die Autotram bis zu 256 Passagiere transportieren, so viel wie normalerweise nur eine Straßenbahn. Verursacht bei der Anschaffung und durch umweltfreundlichen Hybridantrieb aber nur die Hälfte ihrer Kosten. In Dresden, wo ab Herbst das Pilotprojekt läuft, sind die Fahrgäste schon gespannt. Wenn es dann da weniger Gedränge gibt drin, finde ich es gar nicht so schlecht. Ich finde sowas cool. Mich würde es jetzt nie abschrecken, solange da die Sicherheit gewährt ist. Genau das soll bei den Fahrtests in Dresden überprüft werden. Gedacht ist der Busriese vor allem für die verstopften Straßen in Ballungszentren. Indien, China, Russland und einige arabische Länder haben bereits Interesse angemeldet.